Heute Morgen haben wir das erste Mal seit 2 Wochen endlich wieder einen Sterbefall. Und es geht weiter. Die Angehörigen kommen beim Nachmittag wohl zu uns, besprechen die Einzelheiten und dann schauen wir, was daraus wird. Ein bisschen gefreut habe ich mich wohl, ja. Auch wenn das makaber ist, sich zu freuen, dass jemand stirbt. Aber gestorben wird ja sowieso, also können sie auch gleich hierher kommen. Eigentlich freut man sich eher, dass man... Ich glaube, das trifft es. Ich glaube, der Bestattungsunternehmer freut sich nicht, dass jemand stirbt, sondern er freut sich, dass es eine Familie gibt, die ihm das Vertrauen schenkt, sich um die Angelegenheit zu kümmern. Man ist nicht einfach mal Anna oder irgendjemand und kann mal irgendwie im Sommer barfuß am Hafen sitzen oder was man auch immer machen will. Sondern man ist immer irgendwie Bestatter und springt ganz schnell in die Rolle, wenn jemand dich anspricht. Wenn man einen schlechten Tag hat, kann man nicht einfach sagen, ach ja, heute rasiere ich mich mal nicht. Oder gehe ich mal nicht bügeln noch? Ja, ich habe den Hosentag in der Reinigung verpasst. Laufe ich so lange ins Gitter drum, was soll's denn? Das funktioniert nicht. Auf gewisse Weise muss man irgendwo dem entsprechen, was die Gesellschaft von einem erwartet. Schon den Trubel, die vielschichtigen Denkvarianten von den Menschen in einer Stadt, die sind einfach, kann man nicht leugnen, anders. Hier ist es heimelig, hier ist es kuschelig, hier ist es irgendwie, ja, man kennt sich, der Wecker nebenan, und das ist ganz bestimmt nicht schlecht, aber mir fehlt einfach diese Wuseligkeit.